Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident, es war in der Tat eine Terminkollision mit Metz. Ich bin dann halt morgens nicht nach Metz, weil ich den Antrag im Bildungsausschuss gestellt hatte. Und das war mir einfach an dem Morgen auch wichtiger. Und das habe ich auch so gesagt. Das ist aber immer die Entscheidung, die jeweilige eben. Genau. Kommen wir zum Antrag. Die AfD will etwas, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte und wohl auch ist, dass bei Abiturprüfungen nur solche Aufgaben vorkommen dürfen, die vorher auf dem Lehrplan standen. Ein Blick in die geltende Schul- und Prüfungsordnung über die gymnasiale Oberstufe und die Abiturprüfung im Saarland genügt eigentlich, um genau das zu erkennen. Und dadurch ist der Antrag eigentlich letztlich hinfällig. Aber die Richtung, wo es hingehen soll, ist trotzdem nachvollziehbar. Ich brauche das jetzt nicht zu zitieren. Der Minister kennt den Paragraphen 38 und wir sind ja unter Zeitdruck. Deswegen spare ich mir das. Die Frau Kollegin Holzner hat auch sehr gut ausgeführt, was den Rest anbelangt. Das muss ich auch nicht wiederholen. Aber alles das war letztlich nicht so richtig wirklich im vorliegenden Fall rund um das Mathe-Abitur das Thema, Kollegen von der AfD. Es gab tatsächlich und gibt auch noch viele Fragen, die aufgeworfen werden mussten, die beantwortet werden müssen. Und darum haben wir uns gekümmert mit anderen gemeinsam. Die Proteste reißen nicht wirklich ab. Und diese Proteste, die gilt es auch sehr ernst zu nehmen. Den extremen Stress, viele von Ihnen kennen den ja noch von früher, den kann man nachempfinden. Und hier braucht es Antworten. Und einige Antworten haben wir auch aufgrund dieses Antrages von uns im Bildungsausschuss letzte Woche bekommen. Es wurde zunächst bestätigt, dass alle Aufgaben lehrplankonform und lösbar gewesen seien. Dann dachten wir auch, naja, aber dann lassen wir das einfach mal so stehen, weil wir konnten dem ja nichts entgegensetzen. Also, das gilt zunächst einmal so und das wurde auch vielfach bestätigt von den entsprechend Verantwortlichen und der entsprechenden Korrektorenkonferenz. Es gibt aber Anhaltspunkte dafür und das wurde auch ganz offen gesagt und da war ich auch dankbar dafür. Es gibt Anhaltspunkte für massive Kritik letztendlich. Dort bündelt sich auch die Kritik. Es ging um den G-Kurs, da ging es um Analysis in diesem bestimmten Bereich. Schwer lösbar und so weiter. Also wird geprüft, sagt das Ministerium an dieser Stelle. Im E-Kurs Kritik an der Aufgabenmenge in einem bestimmten Bereich. Sogar gute Schülerinnen und Schüler sind nicht fertig geworden. Das war in allen Zeitungen, das ist auch keine Legendenbildung, das muss man auch zur Kenntnis nehmen, wenn man in diesen Fragen diskutiert. Und es ist uns gesagt worden, diese Kritikpunkte werden nun beleuchtet. Das war mir auch etwas zu wenig, aber immerhin, man kümmert sich, es wird wirklich was getan, es wird genau hingeschaut. Wir hoffen wirklich das Beste, es wurde genau so gesagt, aber das ist auch dringend notwendig. Zurzeit läuft die Erstkorrektur und es wurde zugesagt, dass alle Vorwürfe, die diesen Bereich jetzt insgesamt tangieren, dass das alles berücksichtigt wird, dass genau geprüft wird. Und das sollte auch im Sinne der betroffenen Schülerinnen und Schüler so passieren. Wir erwarten eine faire Beurteilung und ich muss zugeben und sagen, das ist uns auch so zugesagt worden, ich wiederhole mich, ne? Wenn sich diese Kritikpunkte denn bestätigen. Die Erstkorrektur muss abgewartet werden und danach werden wir auch entsprechend wieder nachhaken. Denn darum geht es wirklich. Und hier hoffen wir das Beste für die Betroffenen, weil Abiturstress, wie gesagt, und den damit verbundenen Druck mit Blick auf das Abschneiden, auf Studienchancen, alles, was da dranhängt, ist doch klar, worum es geht. Nach Jahren lässt einen das doch nicht los. Und ich wünsche denen wirklich das Allerbeste und gnädige Beurteilungen. Danke.